Bert Wollersheim ließ es sich nicht nehmen, seinen Freund Calvin Klein bei der Premiere seiner Reality-Doku Calvin am Goldstrand zu unterstützen. Kurz zuvor lag er allerdings 2 Wochen lang im Krankenhaus. Am Tag des Events bekam er sogar noch eine Grippeschutzimpfung. Calvin sei ihm allerdings wichtig, deshalb habe er sich auch mit Gliederschmerzen auf das Event begeben, sagte Bert Wollersheim gegenüber der Bild. Tatsächlich überschnitt sich das Event aber sogar noch mit einem anderen wichtigen Termin, wie Berts Frau Ginger Costello im Interview mit ProSieben verriet. Obwohl wir heute Hochzeitstag haben, sind wir hier. Ja. Nein, das Blöde ist, wenn ich sage, ich komme, dann komme ich. Kurz darauf musste er sein Party-Comeback allerdings wieder abbrechen. Impfung und Alkohol vertrugen sich nicht. Laut Bert Wollersheim sei ihm dies nicht bewusst gewesen und bei ihm ging es rapide bergab. Weil er sich so schlecht gefühlt habe, verließ er die Premiere mit seiner Frau Ginger nach 2 Stunden wieder. Das sagte er am Morgen danach zur Bild. Calvin am Goldstrand ist auf Joyn zu sehen, wo ab dem 6. Oktober wöchentlich neue Folgen erscheinen.